Guys, ich muss das mit euch teilen. Ich habe gegoogelt auf YouTube. Ich hatte eine Frage zum Thema Steuern. Ich meine, wer hat da keine Fragen dazu? Besonders alle Selbstständigen und Unternehmer von euch. Dann bin ich hier auf diesen Kanal gestoßen, den ich auch schon vor einiger Zeit öfter mal durchforstet hatte. Und ein dermaßen fähiger Mann. Also hört da mal rein, da wird euch schwindelig, das kann ich euch verraten. Und hier war eine Stelle, die muss ich mit euch teilen, wo dieser junge, sehr intelligente Steuerberater und Experte gesagt hat, an irgendeinem Punkt hat er gesagt, irgendwas von, wenn die Steuerbelastung über 50% wäre, dann wäre das schon gegen die Verfassung und gegen das Grundgesetz de facto Enteignung. Ja, und ich weiß nicht, ob ich die Stelle noch mal rauskriege, weil das Video ist ein Content-Organ, wollte ich schon sagen. Hurricane. Ja, zieht euch mal dieses Video rein. Ich verlinke es euch hier unten. Also ich glaube, ich muss mir das jetzt 7, 8 Mal anschauen, damit ich überhaupt alles verstanden habe da. Wir schauen mal ganz kurz rein, damit ihr ein Gefühl bekommt, wie dieser Mann hier zur Sache geht. Das wollen aber die Gemeinden und die Städte nicht. Oder wir reduzieren die Einkommensteuer. Die Länder und der Staat haben sich geeinigt, dass an dieser Stelle, wenn sie schon Gewerbesteuer gezahlt haben, sie quasi einen Rabatt bekommen auf die Einkommensteuer. Sie können also die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen, allerdings nicht die komplette Gewerbesteuer. Sie können immer die komplette Gewerbesteuer anrechnen bis maximal 13,3%. Für die Steuerberater unter Ihnen, das ist das 3,8-fache auf den Gewerbesteuermessbetrag, das 3,5-fache. Also wenn Sie 3,5 mal 3,8 rechnen, sind Sie bei 13,3%, die Sie anrechnen können. Das heißt, die Gewerbesteuer, die tut uns letztendlich gar nicht weh, weil von 14 Euro kann ich 13,3 Euro wieder anrechnen. Ich habe letztendlich nur 70 Cent Belastung an dieser Stelle. Also gar keine wirkliche Mehrbelastung durch die Gewerbesteuer. Seit 2008 ist das geändert, ja, also seit gut 10 Jahren. Da kann ich fast die komplette Gewerbesteuer, also bis 13,3% anrechnen, sodass letztendlich nur die 70 Cent übrig bleiben und ich gar keine tatsächliche Mehrbelastung habe. Wäre die Gewerbesteuer bei 17%, ja, dann hätte ich ca. 4%, die ich natürlich zusätzlich zu berappen hätte. So, netto bleiben dann also 55% übrig bei der GmbH und Co. KG. Wenn ich mir bei der GmbH und Co. KG ein Geschäftsführergehalt zahle, das kann ich zwar, das wird aber über eine sogenannte Ausnahme, über sogenannte Sonderbetriebseinnahmen dann doch wieder hinzugerechnet, das Geschäftsführergehalt, und fließt dann doch wieder in den Gewinn der GmbH und Co. KG, sodass ich unterm Strich durch das Geschäftsführergehalt gar keinen Vorteil habe. Bei der GmbH ist es anders. Da habe ich zwei getrennte Steuersubjekte. Die GmbH zahlt ihre Steuern und der Gesellschafter zahlt auch seine Steuern. Eine GmbH zahlt per se Flatrate immer 15% ab dem ersten Euro plus Solidaritätszuschlag 80 Cent in meinem Beispiel. In meinem Beispiel reden wir über 14% Gewerbesteuer. Ich sag's euch, also das ist echt wirklich absolut höchstes Niveau, aber ich würde 1000 Euro verwetten, dass jeder Steuerberater, der dieses Video sieht, selbst, also selbst die Steuerberater, die ich hier kenne bei mir in der Gegend, mit denen ich schon zu tun hatte, würde bei diesem Video selbst da nicht mehr mitkommen und aussteigen. Also das ist echt, das ist krass, Mann. Das ist echt, also ich stoppe das jetzt mal hier, weil für mich, ich habe einen kompletten Overload. Ich habe davor schon ein Video zum Thema GmbH und Co. KG angeschaut und das ist jetzt schon mein zweites oder drittes Video hintereinander. Schaut euch das mal an. Echt heftig. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht doch irgendwann nochmal auswandern sollte. Da blickt ja kein Mensch mehr durch. Ne? Und wahrscheinlich kann ich mir diesen Herrn hier gar nicht leisten. Ne? Also wenn ich den beauftragen würde, dann wäre ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, okay. Auf jeden Fall, Leute, das wollte ich mit euch teilen. Ich habe es jetzt nicht mehr rausgefunden, die Stelle, wo er gesagt hat, das ist irgendwo in diesem Video. Ich verlinke es euch, schaut euch das einfach das Video an. Liked seinen Kanal, ja, pusht seinen Kanal. Ich finde ihn super. Sowas von fähig, ja, sowas von fähig. Und
irgendwo an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr wo, ist 15-Minuten-Video, müsst ihr euch mal anschauen. Da sagt er eben, dass mit diesem wäre die, also das ist sozusagen unsere Steuerleistung höher wie 50% und wir gehen langsam in diese Richtung, Jungs und Ladies and Gentlemen, dann wäre das gegen das Grundgesetz, ne? Weil das nämlich dann eine Enteignung wäre, laut unserem Grundgesetz. Hat unsere Regierung schon mal gegen das Grundgesetz verstoßen? Da äußere ich mich jetzt nicht weiterhin, ne? Oder das Grundgesetz, unser Grundgesetz verbogen, ja, also heikles Thema, ja, ich weiß nicht, ob man da vielleicht sogar, ja, keine Ahnung, ja, also jetzt geht es natürlich, es ist ein heißes Thema, Steuern, ja, und ich glaube nicht, dass es besser wird, ja. Diskutieren ja schon fleißig, wie sie die Steuern noch weiter erhöhen können. Also in diesem Sinne, ich verlinke euch das Video, macht euch selber schlau und ja. Steuern, Steuern, ja. Gibt es ja so ein Buch. Verlinke ich euch vielleicht auch nochmal, wenn ich es finde, den Link. Bis dahin und schaut mal wieder rein und wenn ihr dieses Video oder diesen Kanal oder meine Empfehlungen für Videokanäle wie diesen hier gut findet, also wenn ihr das gut findet, dass ich hier auf meinem Kanal solche Kanäle empfehle, dann gebt mir halt einen Daumen hoch oder schreibt mal kurz einen Kommentar, passt oder okay oder supi oder irgend sowas, na, dann mache ich das öfter mal, weil ich verbringe sehr viel Zeit auf YouTube und habe auch schon das sozusagen sehr viel Zeit auf YouTube verbracht vor Corona, na, also nur zur Information. Bis dahin und wenn ihr Bock habt, schaut mal wieder rein, wenn es heißt, dein Thomas Klein bei der Mission Millionär. Tschüss, bis bald.